Wie? Ach so. Wo ist denn das Schiff? Da. Von daher, ich werde hier... Na gut, ich müsste hier was anbauen. Machen wir zumindest den ersten Abschnitt hier. Schauen wir mal, was dann so passiert. Sie haben herausragende Arbeit geleistet. Ja, danke schön. Ich bin so aufgeregt. Diese Technologie könnte alles verändern. Werden Sie mir helfen, sie zu testen? Arbeiterwohnung. Vor allem Arbeiterwohnungen, ne? Da geht es nicht um Leute, sondern um ganze Wohnungen. Das mache ich jetzt mal nicht. Ich habe keine Lust, 100 Wohnungen hinzuwerfen. Deswegen, ich gehe einfach mal dahin. Ich hätte wahrscheinlich gerade mal auf den Mond gehen sollen. Das wäre ganz sinnvoll gewesen, vielleicht. Ja, vor allem, das ist... Warte mal, ich gehe mal eben auf den Mond. Muss ich das zwar nochmal laden, aber ist gerade mal egal. Ich versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Nein. Die Ladezeiten sind nicht immer unbedingt kurz. Obwohl es auf der SSD drauf ist, aber... Es ist halt auch ein relativ... Ja, die ganzen Gegenden sind schon relativ groß. Also das Spiel hat schon, meine ich, einiges zu tun. Merkt man auch, dass der Rechner halt bei etwas größeren Gegenden oder etwas größeren vollgebauten Städten dann doch so ein bisschen am Herumschwächeln ist hier. Klar ist das nicht mehr der neueste, aber trotzdem. Ach, nee, hatte was? Hä? Wo war denn die andere Aufgabe da eben, die uns angezeigt wurde? Müssen wir mal eben kurz warten hier. Bist du da irgendwelche... Der fährt nämlich durch die Gegend hier. Das ist mein Auftraggeber. Bis der an seinem Ziel ist hier. Ich bin gekommen, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie sich um unser Projekt kümmern sollten. Schleppen Sie großen Bohrer. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Das ist jetzt 1 von 5 hier wieder. Gib da hin. Das Lustige ist jetzt, hier haben wir bei dem anderen Krater, können wir uns ein bisschen Magnetit rausholen. Das ist nicht viel. Es wird auch stärker, meine ich, wenn das komplett hier abgeschlossen ist. Oder hier oben gibt es dann noch eine zweite Gegend. Das heißt, man kann quasi das Material, was man hier zum Aufbereiten der ganzen oder zum Ausbauen der ganzen Anlagen braucht, kann man tatsächlich auch noch hier vor Ort selbst anbauen und abbauen. Das ist tatsächlich sehr vorteilhaft. So, ist es komplett ausgebaut? Ja. Das auch. Ich brauche wirklich Platz hier. Ich muss gleich wirklich mal hier einen zweiten Krater einnehmen. Fusionsreaktor. Transferroute ineffizient. Er wiederholt sich. Fehlende Waren. Ja. Wie fehlende Waren? Achso, weil die Produktion gefehlt hat. Achso. Logisch. So, Geld ist mir gerade nur wirklich sowas von egal. Das glaubt man eigentlich gar nicht, ne? Aber die Bilanz wird 172.000. Da ist auch hier die 13.000. Sind wir da recht schnuppe eigentlich mal. Das ist, ist erstaunlich, wie gleichgültig einem das irgendwann wird. Das passt schon mal nicht. Schade. Das heißt nicht, dass ich da jetzt extra viel Geld raushauen muss, ne? Mal so gesehen. 10.000 Energie haben wir jetzt hier über. Das passt. Und die wollen Transport haben. Was wollen sie noch haben? Irgendwelchen anderen Krams. Irgendwas wollen sie immer haben. 364.000 Einwohner haben wir jetzt. Es steigt nur noch ganz langsam. Deswegen, ich muss da neue Bedürfnisse mal füllen. Wahrscheinlich fehlt es da auch noch an, na gut, an Computern, klar, aber an Implantaten behaupte ich einfach mal. Schön zu wissen, dass Sie bereit sind, ich die ja zu tun, ankaufe. Was getan werden muss. Ein Auftrag von ganz oben. Hoffentlich enttäuschen Sie uns nicht. Habe ich das ausgeschaltet hier? Nee. Steigen alle fleißig vor sich hin auf. Verjüngungskuren fehlen, deswegen wollen die da zumindest auf nächster Stufe nicht weiter aufsteigen. Also ich könnte die natürlich auch zukaufen, ne? Aber ich glaube, ich habe ja schon ein bisschen was produziert hier. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Ja, ja. Sind wir nicht alle ein bisschen unterversorgt? Warnung. Nur nicht mit Gütern. Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Plus 30 haben wir jetzt hier Verjüngungskuren, okay. Das ist schon mal schön. Hier Essen. Ich sollte mich wahrscheinlich echt auf ein paar Sachen spezialisieren. Und dann den ganzen Rest zukaufen. Ich weiß nicht, ob ich insgesamt nur 6 Sachen zukaufen kann. 6 Wege. Oder ob ich... oder ob das pro Gebiet gilt.
müsste ich auch mal schauen eigentlich. Weil dann könnte man sich in jedes Gebiet was anderes schicken lassen und könnte quasi komplett alles abdecken. So richtig komplett alles. Weil man das dann einfach zwischen den Gebieten hin und her schaufelt, da wo man das gerade mal braucht. Das wäre ein bisschen sehr albern. Das wäre nicht schön eigentlich, wenn das ginge. Oder es wäre nicht sehr sinnvoll, wenn das ginge. Schön für uns, ja. Im Sinne des Spiels nicht unbedingt. Ganz erreicht, natürlich. Ich ordne das mal ein bisschen freier an. So, ganz erreicht. Ja, es geht schon. Ist nicht optimal. Aber es ist hier schon optimal, mal so gesehen. Es muss ja nur bis zu einer bestimmten Stelle reichen. Ich will das nicht komplett maximieren. Ich weiß wohl, dass man hier auch mehrere Millionen Einwohner haben kann. Von daher, die Grenze nach oben ist dann doch ein bisschen höher noch. Jetzt fehlt ein Graphen, es kommen aber neue Leute hinzu. Und im Prinzip könnte ich die ganze Zeit vorspulen hier. Damit die Leute hier mit zukommen, aber... Ich schaue nochmal nach den Routen hier. Das war genau nichts. Genau so funktioniert das nicht. Ah, das habe ich fein gemacht. Hier, Baubots sind okay. Was kaufe ich denn zu hier? Die Dinger habe ich plus 25. Ne, das habe ich plus 25. Achso, okay, verstehe. Kaufe ich tatsächlich Klamotten zu? Ich kaufe ja Klamotten zu. Wie viel? Ach, 4 von 7 habe ich jetzt. Okay, je höher das ist, desto mehr ist es. Okay. Ja, komm, gib her den Quatsch. Ich habe die Route geprüft. Die Lieferungen sollten bald eintreffen. Ich wollte gerade sagen, ich kaufe doch keinen Saft zu. Aktualisiert. Das tue ich auch überhaupt nicht. Lieferung wird veranlasst. Ja, Menschenmengen steigen sogar sehr, sehr, sehr fix. Hui. Wir werden die Firmen. Angenehm. Steigen wirklich fix hier. Ich brauche trotzdem nur mehr Gesellschaft hier und mehr alles. Und mehr überhaupt. Vor allem daran fehlt es. Mehr überhaupt für alle. Ja. Wäre schön, wenn man das quasi als komplettes Muster einfach mal so kopieren könnte. So wie man das mit der Pipette hier für einzelne Gebäude machen kann, dass man das quasi für komplette Bereiche machen könnte. Wobei das dann sehr einfach wäre oder zumindest sehr faul wäre. So ein bisschen unfaule Sachen sollte man schon zwischendurch tun. Habe ich den Eindruck. Noch eine neue Stufe. Ich brauche echt keinen Graphen anbauen. Es geht so viel besser. Arbeit scheint mir bis nach. Ja, Arbeit. Arbeit, Arbeit. Mobilität, Mobilität. Wo ist es denn? Hallo? Ich pipettiere mir das mal wieder hin hier. Da oben wollen die sowieso irgendwann was haben, von daher mache ich das jetzt schon mal. Hier unten wäre sowieso kein Platz. Oder? Wäre der Platz? Ne. Dann machen wir es halt oben hin. Hier unten ginge das auch noch. Was gar nicht so schlecht wäre. Ich glaube, je weiter die aufsteigen, desto höher ist ja der Bedarf. Ja, guck mal. Der geht. Man muss sich nur Mühe geben. Ach, Strom fehlt natürlich. Ich werde direkt noch mal ein paar 10.000 da noch hinschieben. Vielleicht nicht 10.000, aber zumindest 8.000. Es ist ein bisschen sehr viel sogar. Ja. Die wollen Replikatoren, Quantencomputer, Schwerkraftkompensatoren. Ich könnte die theoretisch alle zukaufen, ne? Dann würde ich zumindest deutlich mehr Leute kriegen und wahrscheinlich auch deutlich mehr Geld. Wobei, ich habe 238.000. Wie soll ich da jetzt noch an Geldmangel leiden? Ich kann überhaupt gar nicht mehr so viele Gebiete nachkaufen hier, weil ich das Geld gar nicht mehr loswerden kann hier. Das ist schön. Das ist echt ein bisschen sehr übertrieben. Was ist jetzt hier? Ach, es fehlt an, ist hier der Baumaterial. Ach so. Natürlich, ich müsste mir neues nachkaufen hier. Baumaterialien brauche ich für die Häuser ja auch noch. Die entstehen denn nicht einfach aus alter Zeitung. Meistens. Oder das sind halt alte Zeitungshäuser. Kann ja auch sein. Steckt man ja nicht drin. Also zumindest nicht als Nichtbewohner. Das wird dir noch gute Dienste leisten. Ein paar Baumwurz. Essen haben sie nicht genug, ne? Haut ihr dann noch mal ein bisschen was ran? Jetzt haben sie genug. Geld ist gerade mal wirklich sowas von egal.
Also es kommt eher selten vor, dass ich so etwas sage. Muss ich ja zugeben. Ja, das war falsch. So. Dass wir da jetzt innerhalb von ein paar Minuten nochmal hier alles oder zumindest großzügiger vollbauen. Und wehe, ich mache jetzt irgendwas falsch und ich müsste das irgendwann dann noch mal alles wieder umbasteln. Das wäre überhaupt nicht schön, aber es sollte auch so reichen vom Bauplatz her. Wir haben noch eine ganze Menge hier oben, da ist noch, ja, ist noch elendig viel frei. Klar ist man da auch irgendwann bei, das alles voll zu haben, aber zumindest für die Millionen sollte das reichen. Dafür sollte es auf jeden Fall reichen. Es ist nicht... Hier komme ich mal, das da direkt mal noch eine Reihe weiter. So. Ich sollte zwar deutlich mehr Platz hier lassen. Vielleicht mache ich das mal eben so, dass ich das noch hier hochschiebe. Ja. Dass da unten dann noch halt ein Bauplatz wäre für Gebäude. Für Special-Krempel. Aber ansonsten, das sollte wahrscheinlich vom Abstand her passen. Hoffe ich doch mal sehr. Ansonsten wäre hier irgendwas nicht ganz richtig. Dass wir eine Gebäude hinziehen, hier die Wohnhäuser hinziehen, na, das ist schon sehr, sehr angenehm. Habe ich früher wirklich auch nicht für notwendig gehalten, aber es ist doch schön, dass es funktioniert. Notwendig ist es auch jetzt nicht, aber es ist trotzdem schön, dass es funktioniert. Zack. Ja, komm, gib her. Auch mit den Hotkeys, mit S für die Straße, mit Shift und H für die großen Wohnhäuser. Nur H wären halt die kleinen. Das ist schon angenehm. Da braucht man hier nicht die ganzen Menüs ständig durchforsten und da irgendwelchen Krempel machen. Haben Sie Arbeit für mich? Das ist schon ganz cool. Ach, da steigen sie jetzt auf. Okay. Interessante Orte dafür. Was für ein... Ja... Was für eine Scheiße. Transfer. Wollen die da auch aufsteigen? Ursache? Fehlende Ware. Wir haben gleich 400.000. Ah, so, die können nicht aufsteigen, weil das Material fehlt. Ich mag Kunden, die wissen, was sie wollen. Ja, es fehlt Material. In meinen bescheidenen Räumen. Okay. Wir steigen noch so spontan ein paar mehr auf. Was ist hier los? Ach, es fehlt an Sicherheit. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Sicherheit ist Mangelware manchmal. Ja, so wunderschön vollgebaut hier. Es ist ein guter Tag. Gerade wenn man das manuell aufsteigen lässt, dann geht das zumindest doch ein bisschen fixer hier. Wohin fehlt's? Ach, ein Bauerbots, natürlich. Du bist am richtigen Ort. Nix Deals sind einfach unschlagbar. Ach, der hat nichts mehr. Oh, der hat nichts mehr. So ein Trottel, ich hätte gerne ein bisschen mehr von dem Zeug noch. Ah, ich brauche mehr von dem Zeug. Ja, können die denn wenigstens aufsteigen, die anderen? Nee, warum nicht so genau da an der Stelle? Ach, weil die auch Biopolymere brauchen. Verstanden. Ich habe überall diese Biopolymere. Ich müsste aber eigentlich noch eine Route. Ach nee, ich produziere selber hier. Warum produziere ich denn nicht einfach selber mehr? Hier kommen. Hier geht doch bestimmt noch was ran hier. Grenze erreicht. Auch Grenze erreicht, verdammt. Es sind schon 50 hier. Also es geht noch mehr. Sorry, falls ich dich nerve, aber du musst das bald erledigt haben. Ja. Ich muss überhaupt nichts. Ich habe schon so lange nicht auf den gehört und ich lebe noch immer. Da kann man mal sehen, wie viel ich hier muss und wie viel nicht. So, plus 100. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja. Das haut 50 raus, genau. Was fehlt denn? Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Luxuskost. Achso, natürlich. Kaufe ich das nicht zu? Ich dachte, ich kaufe das sogar zu schon. Und natürlich an Wasser fehlt's auch. Wasser. Immer dieses Wasser. Wo habe ich denn nochmal Plätze frei? Ja. Da ist noch eins.
Total hübsch. Lieber jetzt keine Verbindung. Der ist doch eine Verkehr. Ach so, okay. Das geht schon besser. Ich muss halt wirklich auf der Karte gerade mal schauen hier. An der linken Seite sind noch ein paar Sachen frei. Hier zum Beispiel. Aber das wird irgendwann echt übel. Ich muss dann echt von außen zuliefern. Wahrscheinlich brauche ich dafür das eine Gebiet, was ich da neu hinzugefügt habe. Oder wo ich vorhin kurz was drauf gebastelt habe. Wahrscheinlich brauche ich das rein dafür. Für Wasser. Klar kann man auch Wasser zukaufen. Aber das wäre albern. Das wäre sehr teuer im Vergleich. Aber kann man mal sehen, dass manchmal die wertvollen Rohstoffe oder dass der Wert mancher Rohstoffe sich manchmal verändert, je nachdem, wie begrenzt halt die Mengen sind. Gold und Diamant sind nicht teuer, weil die irgendwie in riesigen Mengen vorhanden sind und einfach zu farmen sind. Sondern weil die halt selten sind. Zumindest in für uns erreichbaren Nähen. Wenn das alles überall rumliegen würde, klar, wäre das dann nicht ganz so wertvoll. Sand ist nicht so wertvoll. Wenn man aber unbedingt ein Sandkorn braucht, wo man hat nur tonnenweise Diamanten, dann ist Sand plötzlich sehr viel mehr wert. Als Diamant zum Beispiel. Ist jetzt ein blöder Bleistift, aber fällt mir nur gerade mal so spontan ein. Da ist noch eins. Wahrscheinlich brauchen wir da sowieso dann Algen von. Neuen Erfolg erhalten. Ich habe noch zwei von den Dingern frei. Da ist eins und da oben ist eins. Die Bilanz ist nur plus 68. Das ist nicht viel. Wir hatten schon mal mehr als plus 68. Also es ist nicht so viel, wie es sein sollte und könnte. Gibt es Arbeit? Ja, es gibt Arbeit. Sind alle aufgestiegen hier? Es fehlt denen an. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, woanders an, zu 156 sind da überall. Ja, die Investoren, die müssen auch sich mal langsam hier vergrößern. Da. Sie rocken. Sie rocken. Dankeschön, ich rocke. Luxuskost. 414.000 Leute haben wir jetzt. Ich dachte aber, ich kaufe Luxuskost sowieso zu. Aber machen gut. Klar, machen wir es einfach mal nochmal hier. Luxuskost von da nach da. Minus. Sehr viel ist da auch spontan. Minus wirklich eine ganze Menge. Ich hoffe, Sie werden diese Waren gut einsetzen. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt, verbunden. Okay, das zählt also, das sind alle Routen hier, diese sieben. Es waren aber sechs, das heißt, je höher man aufsteigt, ich denke mal, desto mehr Routen gibt es da dann. Gehe ich mal stark von aus, gerade mal. Was fehlt denn jetzt schon wieder hier? Schon wieder Verjüngungskuren. Eieiei. Eieiei, muss ich das auch noch kaufen? Stufen hier 65. Unter neuem Titel. Wie 65? Wir waren doch erst bei 58 oder bei 57 letztens. Meinetwegen mache ich da auch so viele. 5 von 7, ja, hier kommen. Ich muss auch noch die anderen Sachen nochmal zu holen. Rechtzeitig eintreffen. Neue Route: 286.000, hier Bilanz positiv. Informationen. Von da nach da unten. Wobei, die bräuchte ich wahrscheinlich nicht mal zukaufen, wenn ich das ordentlich machen würde. Sollten rechtzeitig eintreffen. Mit den ganzen Krams. Was wollen die noch haben? Hier die Androiden, ne? Die da haben wir plus 2. Oh, warum haben wir da plus 2? Die wollen Computer haben hier. Ja, sehr viele sogar. Routenlimit, wie weit Routenlimit? Ich hab doch... Welche Route ist denn Quatsch hier gerade mal? Ja, ich hätte gerne die aktuellen Routen hier. Von da oben. Ist das, warte mal, ist das zeitlich begrenzt hier oder was ist da los? Ist das wirklich zeitlich begrenzt? Ich habe die Route geprüft. Das resettet sie sich dann wieder. Das ist wirklich zeitlich begrenzt hier. Profil wird aktualisiert. Ja. Ich hoffe, Sie werden diese Waren gut einsetzen. Interessant ist es auf jeden Fall. Lieferung wird veranlasst. Ja. Achso. Ah, okay. Da brauche ich keine neue machen, beziehungsweise kann das nicht machen, weil die habe ich ja schon. Die Waren sind zu Ihnen unterwegs. Ja. Objektiv ja, okay. Aktualisiert. So.
Die Waren müssten bald eintreffen. Ja, ja, ist ja gut. Okay, das passt aber eigentlich alles. Wie geht's sicher, denn jetzt? Es fehlt an Biokost. Oh, Gott, schön. Quantencomputer passen halt trotzdem nicht. Ich weiß nicht genau, wann da die nächste Stufe, die nächste Route noch freigeschaltet würde. Ich hoffe mal, da kommen noch weitere zu. Sonst wäre das sehr albern. Was haben wir hier? Sammeln Sie Marmorstein mit Ihrem Fahrzeug. Ja, genau das mache ich. Als Herrscher von 420, 30.000 Einwohnern. Natürlich will ich da Marmor sammeln gehen. Das ist genau meine Aufgabe gerade mal. Meine allerliebste Aufgabe überhaupt. Was ist das? Ich glaube, da fehlt noch einer. Wir werden sehen. Ja. Biokost. Schnippeln wir das einfach mal hier ran. Wenn die halt fehlt, ist das doch recht doof. Es ist nicht so, dass die Leute dann grummelig wären und Stufen absteigen würden, aber trotzdem wäre es schön, wenn das alles noch trotzdem funktioniert. Und die Leute auch weiterhin aufsteigen, werden wir auch neue Gebäude da hinbauen. Okay, das kann man schon mal nicht ziehen. Schade eigentlich.